eine Mission, liebe Leute. Die ist so simpel und nun klappt sie nicht. Wir machen das jetzt gleich komplett anders. Wir versuchen gar nicht, erst das Parkhaus wieder runterzukommen, sondern geben Gas über diese Sprungschanze. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja, gucken wir mal. Und irgendwie... Gebt doch einfach mal Gas, ihr Schla... Was geht denn bei euch da gerade ab, ja? Ja, wie gesagt, dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Wir machen heute weiter mit der nächsten, mit dieser Kenji-Mission. Irgendwie mag der uns nicht. Habe ich so das Gefühl. Vieles ist tatsächlich nicht mehr, aber es ist einfach nervig. Viele Missionen sind es wirklich allgemein nicht mehr. Ich glaube, es sind noch 6 oder so. Oder 7, ich habe keine Ahnung. Vieles ist es eigentlich nicht mehr sein, aber wir müssen... Ich hätte mich nicht gewundert, wenn das für die Karre schon anfängt zu rauchen. Also dieses Schadensmodell geht ja... Katastrophe. Na gut. Das Kenji-Komplott. Also wir hätten es ja beim ersten Mal sogar locker geschafft. Ich habe nur alle Tore besiegt. So, wir kennen das Spielchen. Ja, nur der... Spring auf die Straße. Total unnötig. Naja, wir gucken. Ich hoffe, wie gesagt, dass es diesmal funktioniert. So, wenn das Spiel immer noch ein bisschen ruckelig, aber daran, dass es 20 Jahre alt ist, obwohl ich hier die PS4-Version spiele. Danach geht es immer weiter mit GTA San Andreas. Oder weiter. Ja, weiter in dem Laufe der Story. Gut, machen wir weiter. Und jetzt. So, wie gesagt, wir versuchen es jetzt nochmal. Und da vorne ist ja diese Sprungschanze. Ich hoffe, die ist hoch genug. Also, wie gesagt, die noch interessieren die uns nicht. Ich hoffe, dass wir mit Vollgas da drüber kommen. Kenji ausschalten und dann quasi darüber. Leck mich doch. Das ist zum Kotzen. Das ist einfach wirklich zum Kotzen gerade. Ey, das ist jetzt der 4. Versuch und ich kriege es nicht hin. Leck mich doch am Arsch, Alter. So, Leben, du kannst nicht während des Dings rausspringen. Das hätte ich in, das klappt dann nur in GTA 5. Gut, gucken wir das halt nochmal. Oh, was für eine... Warte, ich speichere jetzt nochmal, da muss ich nicht jedes Mal die Schießung reingeben, sondern... So, probieren wir es nochmal. Ich hoffe, ich die letzte Folge einfach, oder habt ihr jetzt wahrscheinlich einfach Kenji Verarsche genannt und hoffentlich kriegen wir es jetzt endlich mal. Wie gesagt, wir probieren es auch hier nur dreimal. Drei bis, ja, dreimal doch, das reichen. Naja, wir kriegen das schon hin. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Ah.
Leck mich doch am Arsch! Du bist mir an die Scheißkarre gefahren, du blöder Kopf, Alter! Nein, du bist du mir gefahren! Ich bin zwar rübergezogen, aber du bist mir reingefahren. Dreckskopf, Alter. Manchmal nervt die mich extrem. Er fällt mir klar ins Auto. Nein, das ist nicht, Mann. Du bist mir ganz klar reingefahren. Komm, aber beeil dich. Ja, langsam laufen kann, schleichen kannst du, aber dann, wenn... Okay. KI. So, ich probier's halt dann noch. So, ab zurück zum Parkhaus. Die wäre auch zum Beispiel... Nee, ich glaube nicht, dass das geht. In so der Nähe vom Wagen aufhalten, die ersten wegschießen, dass die nicht mit den Schrotflinten zukommen. Ich hoffe nur, dass es funktioniert. Wir müssen von diesem Parkhaus runter. Das ist alles andere erstmal unwichtig. Wir können die Karre dann quasi verlieren. Das ist scheißegal, aber... In erster Linie müssen wir runter vom Parkhaus. Das Problem mit meinem Scheiß, die mich ersprungen sind... Na, nein! Okay, das funktioniert schon mal nicht. Und weiter noch. Andere. Wir probieren es nochmal. Es ist zum Kotz. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Und hier so. Sorry, wie gesagt, wir sagen aber nochmal einige Fails hier auch in GTA 3, auch bei mir auf meinem Kanal. Es wäre ja zu einfach, wenn wir wirklich komplett perfekt da durchkommen würden. Wir hätten es beim ersten Mal geschafft, wenn zumindest einer noch gelebt gewesen wäre. Wenn einer überlebt hätte, wären wir rausgekommen. So. Auf ein siebtes Mal, glaube ich, mittlerweile sind wir jetzt dran. Nothing drives down. Gut, dann müssen wir es halt dann nochmal machen. Irgendwann geht diese Mission noch hin. Oh, ich hasse das, wenn dann irgendwer sich doch vorbeidrücken muss. So eine scheiße Musik. Und ich weiß nicht, was die Person machen. Das sind alles so Selbstmörder. Ich bring mir einen vor die Karre und wenn die Kopfsätze sind, ich nehme mal fahren, ganz klar. Also wie gesagt, das wird dann jetzt...
Ich kann es eigentlich schon fast wieder neu laden, weil die Karre schon wieder am Rauchen ist. Ich fahre nur, bin nur gegen irgendwelche Pfosten an der Seite gefahren. Die Tür ist eingedellt. Das war schon mal rauchen. Ganz streng rauchen. Ich glaube, ich brauche hier nicht mehr viele Schläger. Dann ist das Ding durch. Ist die Karre eh schon wieder am Arsch. Man, aussteigen können wir nicht. Das haben wir ja letztes Mal probiert. Außer Gefecht, das geht schon mal wieder ganz toll los. Und wir machen eine weitere Folge damit kaputt. Weil ich es einfach nicht gepackt bekomme, diese Drecksmission zu machen. Und ich habe schon das blöde Gefühl, dass wir es definitiv... Naja, wir probieren es in der nächsten Folge nochmal neu. Bis dahin, tschüss.